Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, wie die Schalsee-Logistik entstanden ist. Wir haben uns in der letzten Folge ja eine Halle angeguckt und da ist aber dem Makler leider ein kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar hatte ich euch ja im letzten Video erzählt, dass wir die Halle oder den Hallenteil dort hinten bekommen. Aber das ist so nicht ganz richtig. Also wir bekommen den Hallenteil, aber die Rampen sind für uns unbenutzbar, weil wir dort mit dem LKW gar nicht rankommen. Da liegen die Rampen ziemlich tief. Die Rampen wurden ursprünglich mal gebaut, damit da Transporter beladen werden können. Und wie man hier ja sieht, sind die Rampen auch viel zu tief. Also das wurde auch so zugebaut und dass man da mit dem LKW gar nicht rankommt. Und ich habe jetzt mit dem Makler tatsächlich gesprochen und wir werden die Hallen oder den Hallenteil bekommen wir, wo die Rampen beschriftet sind. Das ist unser Teil, den wir bekommen. Und zwar 1 bis 10. Ich hatte schon mit den Jungs dort hinten gesprochen und die räumen nur noch letzten Sachen weg. Das wird alles noch hier in diesen Trailer reingeräumt und wenn die damit fertig sind, wird das alles abgeholt. Es ist auch keiner mehr hier im Büro. Ja, dann werden wir umziehen zum Ende des Monats. Ja, jetzt muss ich mich bloß nochmal mit dem Makler einmal zusammensetzen, weil da ist ja ein kleines bisschen was schiefgegangen, was ja nicht mein Fehler war. Gut, dann werde ich mal losfahren und mal gucken. So. Mein Gelegen ist das ja schön. Schön viel Platz sind es auch. Also, schön viele Stellplätze haben wir hier. Oh, das kann richtig was werden. Können wir ein bisschen größer werden. Dann können wir das, was wir vorhatten mit dem europaweiten Geschäft, können wir dann wirklich machen. So, aber jetzt geht es erstmal nach Rostock zurück. Alles fertig machen. Ich muss noch ein bisschen was klären. Wie gesagt, wir wollen zum Anfang nächsten Monats, das ist ja schon nächste Woche, oh, da müssen wir uns aber ein bisschen beeilen, wollen wir hier mit Skate schon eingezogen sein. Jetzt geht's erstmal zurück und dann wollen wir erstmal noch eine Tour fahren, denke ich mal. Ach guck, da lässt mich schon wieder einer raus. Das Gute ist, hier ist gleich eine Tankstelle vor Ort. Aber jetzt überlege ich gerade, was besser, fahre ich jetzt in die Richtung? Nee, ich fahre so, dann kann ich auf die A. Oder nochmal. Oh, Moment. Ist gerade Telefon. Ja gut, alles klar, dann komme ich vorbei. Ja. Kann ich jetzt hier irgendwo umdrehen? Und hier kommt gerade keiner hinter mir. Ich drehe mal schnell um. Jetzt bin ich ja genau in die falsche Richtung gefahren. Huh. Oh, die denken auch, was ist mit dem nicht in Ordnung. Bin ich doch genau in die falsche Richtung gefahren durchs Telefonieren. Ja, ich treffe mich jetzt nochmal mit dem Makler in seinem Büro. Der ist nämlich schon nach Hause gefahren. Da treffe ich mich nochmal mit ihm, mache das alles fertig. Und ich krieg dann Bescheid, wenn wir dorthin ziehen können. Also, wenn wir umziehen können. So viel haben wir ja Gott sei Dank nicht. Es ist ja bloß eine kleine Garage voll mit unseren Sachen. Praktisch. Den Rest habe ich ja alles bei mir zu Hause. Bürotechnisch. Ja. Gut, dann werde ich mal ganz schnell zum Makler fahren. Nach einigem Hin und Her und Hickhack und hast du nicht gesehen, geht's jetzt endlich los. Wir ziehen um. Ich muss das aber momentan alleine machen, weil meine Fahrer alle unterwegs sind. Der Paddy wird die nächsten zwei
vielleicht die nächsten 3 Folgen, muss ich gucken, erstmal nicht dabei sein, weil der beruflich momentan ganz schön fest eingebunden ist. Kann er die nächsten Folgen erstmal nicht dabei sein. Aber er lässt euch schön grüßen und wie gesagt, er ist bald wieder dabei. Solange müsst ihr erstmal nur mit mir vorlieb nehmen. Jetzt geht's wie gesagt erstmal zu unserer neuen Firma und ja, ich habe eine Plane hinter. Mein Koffer ist immer noch mit dem einen Fahrer ist der Koffer immer noch unterwegs. Ja, die Plane haben wir uns auch zugelegt, weil wir ja für die 4 Fahrer, also wir sind dann jetzt sozusagen schon zu sechst, haben jetzt 6 Autos und ich werde definitiv trotzdem weiterfahren, weil ich möchte einfach nicht aufhören zu fahren. Es macht mir einfach zu viel Spaß, immer zu fahren. Deswegen, ja. Jetzt, wie gesagt, bin ich erstmal auf dem Weg zur neuen Firma. Also, wir haben immer noch einen Fahrer, der jetzt auch mit meinem Kühler unterwegs ist. Der fährt trotzdem weiter hier von der Gärtnerei in Rostock und bedient so diese, na, ich sag mal, innerdeutsch. Und wir wollen gucken, wir wollen uns ein bisschen was aufbauen, dass wir auch ins Ausland fahren. Wie gesagt, durch den Platz, den wir jetzt da haben, können wir ja auch ein bisschen Umschlag machen. Also es werden dann bestimmt auch andere, vielleicht irgendwann mal andere Firmen bei uns laden, abladen. Wir können sozusagen Touren ranholen, die Touren dann wieder weiter wegfahren. Und das ist das, was wir machen wollen. Jetzt momentan habe ich auch nur leere Paletten geladen und eben halt ein bisschen Bürokram. Ich habe auch, oder wir haben die Verträge mit den Ameisen, mit den Staplern, das haben wir auch alles übernommen. Wie gesagt, dann haben wir erstmal 10 Rampen. So, erstmal dran gewöhnen. Hier kommt nämlich schon die Abfahrt. Nicht mehr nach Rostock fahren. So. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Jetzt war das links runter, links. Ja, links. Oh Gott, oh Gott. Ja, genau, links. Ja, genau, links runter. Und einmal schön querfeldein. So, gut. Doch, da. So, von da kommt keiner. Ach, ich liebe ETS. Weil du immer Vorfahrt hast, wenn du links am Pieger bist. Das ist so schön. Ich finde das toll. Ja, da wollen wir da mal schnell die leeren Paletten ausladen. Das ist, wie gesagt, der komplette Zug mit Leerpaletten und ein bisschen Bürokram. So viel haben wir Gott sei Dank nicht gehabt. Wie gesagt, das war ja alles bei mir zu Hause. Und den größten Teil haben wir schon da. Wenn euch das bis hierher gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Kommentiert gerne die Videos. Und auch gerne ein Abo dalassen. Das ist kostenlos. Ja, dann wollen wir mal gucken. Vielleicht kann ich ja schon gleich noch eine Tour annehmen. Das wäre gut. Weil, wie gesagt, die anderen sind ja auch alle unterwegs. Ja, Tankstelle haben wir vor der Tür. Das ist gut. Da kommt bald unsere Werbung ran. Das wird nicht mehr lange dauern. So. Dann einmal ran an die Rampe. Alles abladen. Wird das momentan noch ganz schön leer sein, weil ich bin der Einzige, der im Moment drin ist. Oh, aber das ist nicht schlimm. So. Die haben wir den Trailer immer noch nicht weggeholt. Was ist denn hier los? So, welche Rampe nehme ich denn? Ja, komm, fahren wir mal schnell an die 8 ran. Ich habe gedacht, die hätten das hier schon alles weggeholt, aber steht ja immer noch alles hier. Schlüsselübergabe war doch auch schon. Wollen die Trailer hier nicht mal irgendwann wegholen?
Weil die sind ja voll mit ihrem Kram. Die haben ja sogar die ganzen Leerpaletten mitgenommen. Was mich eigentlich gewundert hat. Ich sage ja, das Rückwärtsfahren geht mit jedem Mal besser. So, noch einmal vorziehen. Aber theoretisch dürfte hier ja keiner herkommen zum Abladen oder Laden. Deswegen könnte ich mich auch quer vorstellen, aber dann kriege ich ja die Palette nicht runter. So. So, da werde ich mal die Leerpaletten abladen. Und dann wollen wir noch mal gucken, ob wir noch irgendwie noch eine Tour rankriegen. Muss alles abschließen hier, dass hier keiner reingeht. Ja. Dachte eigentlich, ich krieg noch irgendwo eine kleine Tour her. Geht's jetzt erstmal leer nach Hannover. Und da lade ich, glaub, Computerteile für Heilbronn. Ja, geladen habe ich noch nicht. Ich muss mich jetzt erstmal einmal hier hinstellen und muss erstmal warten. Ich habe hier nämlich schon angerufen, meine Ware ist noch nicht fertig. Sollte aber in den nächsten paar Minuten sollte die Ware aber fertig sein. Also das wurde mir schon gesagt. So, ich muss jetzt hier leider knapp eine Stunde warten, weil meine Ware noch nicht ganz fertig ist. Ich darf jetzt reinfahren, darf laden. Kann rein. Ja, dann wollen wir mal gucken, wie lange das Laden dauert. Ich hoffe nicht allzu lange. Und ich hoffe, ich habe schon gehört von anderen Fahrern, habe ich schon gehört, dass die Ausfahrt manchmal auch ganz schön lange dauern kann. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich bin hier rechtzeitig und schnell wieder weg. Aber wir werden es ja gleich sehen, wie lange das dauert. Mit rein darf ich nicht, also ich muss draußen bleiben. Ist auch gar nicht so schlecht. Problem ist halt nur, ich hatte schon eine Pause und ich hoffe, dass sie jetzt schnell laden und nicht ewig lange brauchen dafür. Ja, es geht nach Heilbronn. Ob ich heute noch ankomme, das weiß ich nicht. Ich denke nicht. Aber dafür habe ich eigentlich schon wieder viel zu viel Zeit verloren hier. Als dass ich noch hinkomme. Aber ich habe sowieso erst morgen Termin, von daher ist das gar nicht schlimm. Morgen Nachmittag. Und ja. So. So, da wollen wir mal gucken, wie lange die jetzt brauchen. Ich soll das Auto ein bisschen hochpumpen. So, da wollen wir mal gucken, wie lange die jetzt brauchen, um zu laden. Ich hoffe nicht allzu lange. So, mittlerweile haben wir es 18:30 Uhr. Sie haben es endlich geschafft, mich zu laden. Jetzt muss ich allerdings noch nach vorne fahren. Und muss da vorne auf die Freigabe warten, weil das leider Zollware war. Wenn ich das gewusst hätte, glaube ich, hätte ich die Tour nicht gefahren. Naja, was macht man nicht alles? So, aber der Kollege hat es ja noch beschissen als ich. Der steht schon seit gestern Abend hier. Weil angeblich soll ich meine Papiere da vorne beim Pförtner kriegen, wo ich mich angemeldet habe. Und so, das hat jetzt auch noch mal wieder 1,5 Stunden gedauert. Jetzt haben wir es mittlerweile 8 Uhr. Also 20 Uhr. Ich werde mir jetzt hier irgendwo einen Parkplatz suchen. Und ja, kann ich erst morgen früh um 5 losfahren. Frage ist halt, wo fahre ich jetzt noch hin? Mal 8 Uhr. Ja, fahre ich jetzt hier, also raus fahre ich auf jeden Fall, aber weit werde ich nicht mehr kommen. Los geht's, dann wollen wir mal rausfahren. Zumindest raus, runter vom Hof hier, damit ich mich in Ruhe Pause machen kann. Da drüben stelle ich mich definitiv nicht hin. Das steht auch fest. Weil hier soll morgen früh dann wieder die Hölle los sein. Ich hatte nämlich gerade mit dem Pförtner gesprochen. Morgens ist hier immer die Hölle los, aber er meinte irgendwie, da vorne, wo das Gewerbegebiet hier anfängt, da soll man sich irgendwo hinstellen können. Ich soll mich bloß nicht hier bei den PKWs hinstellen. Wenn ich dran denke, verlinke ich unsere Traxbook-Seite hier. Und wie gesagt, da könnt ihr euch gerne bewerben. Kommt bei uns auf den Discord.
der Discord heißt Schalsee Gaming. Kommt gerne drauf. Wir beißen nicht, wenn auch mal keiner da sein sollte. Einfach eine, wenn ihr drauf kommt auf den Discord und es sollte keiner da sein im Gaming-Channel, einfach eine Nachricht schreiben. Wir haben beide Discord auch auf dem Handy, also einer von uns beiden wird es definitiv dann sehen und eventuell reinkommen. Es kommt ganz drauf an, was wir machen. Stellen wir uns hier an eine Seite. Und dann geht's weiter, wenn's hell ist. So, ausgeschlafen. Die Pause ist vorbei. Jetzt geht's weiter Richtung Heilbronn. Es wird noch 376 Kilometer. Gerade von dem Kunden erfahren, wo ich geladen habe in Hannover, habe ich gerade erfahren, dass das dass es kein Zentrallager ist, sondern dass es Lidl-Filiale ist. Und die hätten schon angerufen, weil die auf mich warten. Ich bin angeblich schon 2 Stunden zu spät. Mir wurde gesagt, ich habe um 14 Uhr habe ich einen Abladetermin und jetzt haben wir es 10.33 Uhr. Also ich weiß nicht, was jetzt stimmt. Also ich hoffe mal, das gibt jetzt nicht so viel Ärger. Wie gesagt, ich habe jetzt noch, knapp 40 Kilometer. Ich hoffe, das gibt jetzt keinen Ärger. Und ich hoffe, ich kann auch gleich ausladen. Weil angeblich warten die schon auf mich. Naja, ich werde erstmal zusehen, dass ich da jetzt hinkomme. Und das heißt, dass ich dann da ja auch gar keine Rückladung bekomme. Sondern dass ich mir wieder alleine Rückladung suchen muss. Na, ist egal. Aber das hätten sie mir auch sagen können, dass es direkt zu Lidl geht. Also wirklich richtig zu einer Lidl-Filiale und nicht zum Zentrallager. Und das ist eigentlich was mich extrem wundert. Also sowas werde ich auch nicht mehr annehmen. Genauso wie diese
Also ich werde das zum Beispiel nicht mehr fahren, dieses 10 Paletten hier, 10 Paletten da. Es wird bei uns definitiv so sein, dass wir das machen, aber ich möchte, werde das so hinlegen, dass ich immer nur Komplettladung fahre. Weil auf dieses Mischmasch habe ich keine Lust mehr. Das ist mir ein bisschen zu anstrengend. Ich fahre lieber eine Komplettladung. Ist ja jetzt auch Komplettladung. Knapp einen Kilometer noch. Und dann kann ich mich ja schon mal auf die Suche machen auf eine neue Tour. Meinen Disponenten habe ich noch nicht. Auch das kommt alles noch. Im Moment muss ich noch alleine disponieren. Oh, da vorne ist schon der Lidl. Mal gucken, dass sie nicht ganz so doll meckern. Ich hoffe es. So. Auf alle Fälle muss ich hier ran. Ach, guck mal, das ist bestimmt eine Eröffnung. Eine Lidl-Eröffnung. So wie das hier aussieht. Hier ist ja gar keiner. Dann denke ich mal, wird das eine Lidl-Eröffnung werden. Na gut, okay, dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn ich zu spät bin. Hupa. Denke ich mal, dass es nicht so spät ist. Ob es Ärger gab oder ob es Ärger gibt, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.